Und er hat, ist letztendlich zum Feind Gottes geworden, indem er das Volk Gottes, die Juden, so wirklich bestialisch verfolgt hat, diese ganzen Dinge. Und da gibt es nichts, wo Gott sagt, was soll's, ich bin jetzt auf der rechten Seite. Da ist nichts. Aber die Person selbst, mit anderen Worten, wir wissen das von der Schrift her, wenn der im letzten Moment gesagt hätte, es tut mir so leid, ich nehme das Erlösungswerk und die Vergebung Jesu Christi an, bitte vergib mir, dann wäre er in den Himmel gegangen. Und das hat mich damals schockiert, weil das war für mich, Moment, du willst damit sagen, ich tue hier vielleicht auf der Erde 20, 30, 40, 50, je nachdem wie lange ich da bin, versuche ich dein Wort zu halten. Auch deine moralischen Werte und Dinge, und das, was nicht immer einfach ist in dieser Welt. Und der Kerl könnte da so bestialisch hausen und die Macht ausnutzen. Und wenn der im letzten Moment auch Ja sagt zum Erlösungswerk Jesu Christi, dann kommt er auch in den Himmelweg. Ja, ihr seid wirklich mutig, dass ihr so schnell und einfach Ja sagt. Ich habe da wochenlang war ich sauer auf Gott. Das geht nicht. Das gibt's nicht. Das kann nicht sein. Das sind unfassbare Dinge für mich. Das sind unfassbare Dinge. Das ist die Gnade, von der wir vorhin gesprochen haben. Dieser Geist der Gnade, diese Gnade, die wir nicht verstehen. Diese unbeschreibliche, überfließende, überschwängliche Gnade. Und wie oft schreibt Paulus, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Weißt du, weil er wusste, wir brauchen mehr und mehr ein Verständnis darüber. Auf der anderen Seite, als ich dann durch mein eigenes durch war, meinen eigenen Gerechtigkeitssinn und was ich dachte, was richtig ist und was falsch ist, und da erkannt, okay, Gott liebt den Menschen, aber er liebt nicht, was er oft tut. Aber er liebt den Menschen, er ist für den Menschen, ist total. Dann habe ich gedacht, ja Moment, das heißt ja, er liebt ja auch mich dermaßen, egal was ich tue. Und ich finde es interessant, weißt du, dass mich der Geist Gottes wieder in diese Richtung führt, weil es ist eigentlich das grundlegende ABC des Christseins. Und doch müssen wir uns immer wieder daran erinnern. Doch müssen wir immer wieder noch tiefer hineintauchen in dieses Bad der Gnade. Und du weißt ja auch, je nachdem, was du in deinem Badewasser drin hast und je nachdem, wie lange du da drin bist, deine Haut nimmt es auf und du wirst diesen Geruch mit dir tragen, bis halt andere Dinge wieder auf dich kommen. Aber das ist ja so, wenn wir anfangen in diesem Bad der Gnade, wirklich ihn bitten, uns zu antworten, uns zu zeigen. Ich glaube, das Größte und das Unfassbarste, was er uns zeigen kann, ist die Offenbarung der Gnade Gottes. Wir schauen aufs Kreuz und wir fangen an zu verstehen. Und von unseren menschlichen Dingen, ich habe viel mit Menschen gesprochen, die sagen, ja, warum, ich kann es nicht mehr hören, Jesus ist für meine Sünden gestorben. Hör mal zu, ich war damals nicht dabei. Habe ich früher auch gesagt. War ein guter Kerl, netter Kerl. Guck mal auch immer an Ostern die Hollywood-Filme an, mit meiner Mutter zusammen, damit sie glücklich ist. Aber ich war damals nicht dabei und war netter Kerl. Aber ich habe nichts damit zu tun. Ich habe ihn nicht ans Kreuz genagelt. Ich habe für meine Sünde gestorben. Für meine Fehler. Für mein Falschleben, was letztendlich die Konsequenzen mit sich brachte, dass ich mir wehtat, anderen wehtat und nicht die Person werden konnte, die Gott gern möchte, dass ich bin. Weil du wirst hier auf Erden nur wirklich total zufrieden und glücklich werden, das ist auch ein Prozess, je mehr du die Person wirst, wo Gott gesagt hat, dass du bist. Solange du noch versuchst, jemand anders zu sein, also solange du noch kulturell wirst es nicht sein. Du kannst es manchmal berühren, du kannst manchmal ein bisschen das erleben, aber permanent darin zu sein. Und da kommt der Punkt, dass manche von uns Angst haben, diese alte Person, die wir immer waren, loszulassen. Wenn dir es wie mir ging, wo mein Leben sowieso ein Chaos war, dann ist es nicht so schwer, muss ich ganz ehrlich sagen, weil du sagst, was habe ich zu verlieren? Weißt, also schlimmer kann es nicht kommen. Es ist mehr herausfordernd bei den Leuten, wo es nach ihrem Bilde gut geht. Also, warum soll ich sagen, mir geht es gut, Geschäft läuft gut, läuft alles gut, Frau, nette Frau daheim, Kinder, bin happy, Freunde, kann Urlaub gehen ein paar Mal im Jahr, ich brauche Gott nicht, habe ich Leute oft gehört. Geht mir gut. Ja, wenn ich vielleicht älter werde, dann vielleicht, weil sie sich sagen, okay, da kann ich nicht mehr so rumdüsen und falls doch noch was dran ist mit der Sache Gott, war ich wenigstens da noch in der Kirche. Aber die Menschen verstehen nicht und das kann nur Gott, der Vater, dir zeigen. Das kann nur jemand dir zeigen, das ist Jesus durch den Heiligen Geist, indem wir es wagen, das wissen wir, uns immer wieder dieser Sache zu stellen, ihn anrufen, sagen, Herr, bitte zeig mir die Wahrheit, zeig mir, wie es wirklich ist und dann ihm erlauben und nicht nur wie wir es von der Schrift her nennen, bei der Wiedergeburt, sondern auch als Christen immer wieder.
zeig mir wirklich, was nicht auch von mir her in Übereinstimmung. Und weißt du, Gott wird nicht kommen, und das ist diese Gnade wieder, und dann dir die negativen Dinge alle vor Augen führst, wie du und ich es oft machen. Bitte gebt nicht dem Teufel immer die Schuld, weil manchmal seid ihr sehr gute Mitarbeiter da. Ihr macht euch mehr fertig, wie er euch fertig macht, wo ihr echt weniger Liebe und Gnade und Barmherzigkeit für euch habt. Wie, da braucht er gar nicht, da kann der in Urlaub gehen. Aber diese Person zu entdecken, ist für mich die wahre Freiheit. Ich habe es gestern Abend gesagt, Reich Gottes ist ein Reich der Freiheit auch. Das ist dieses, wo wir wirklich in diese Freiheit hineinkommen. Das ist das, wo wir auch mit jedem mehr erkennen, ihm mehr vertrauen. Weil mit jedem mehr erkennen, denkt man, es ist ja wirklich gut. Und wie gesagt, am Anfang ist es manchmal so ein Hin und Her. Wir vertrauen ihm in dem Bereich, aber da halten wir noch ein bisschen zurück, eben wegen den Erfahrungen, die wir gemacht haben. Aber dort sollten wir nicht stehen bleiben. Und ich persönlich glaube, dass spätestens nach 3 Jahren etwas Grundlegendes, wenn man mit Jesus geht, im Bereich Vertrauen geschehen sein soll. Warum? Weil Jesus ungefähr 3 Jahre mit den Jüngern war. Und wenn er denkt, dass er nach 3 Jahren weggehen kann, wenn die Vertrauensbasis schon so weit ist, dass er nach 3 Jahren, wenn jemand in erster Linie sich seine Offenbarung, zeig mir, von Gott geholt hat. Weil die Jünger haben sich nicht von irgendeinem Rabbi geholt damals, sondern sie haben sich von Jesus direkt geholt. Wir waren dabei. Wenn du es dir direkt holst von Jesus, natürlich mit anderen Geschwistern zusammenlernen, mit Männern und Frauen Gottes, die Gott auch gibt und denen gibt, aber das nicht deine Hauptnahrung wird, sondern du immer wieder deine Hauptnahrung ist, deine persönliche Zeit mit Gott, vom Wort Gottes zu lernen, durch die Offenbarung des Geistes, solltest du nach 3 Jahren mindestens, spätestens an einem Punkt sein, wo du eine Vertrauensbasis zu Gott hast, dass Jesus jetzt sagen kann, geh. Und dann immer wieder an die Base zurückkommst mit deinen Geschwistern, die ganzen Dinge. Wenn es nicht so ist, möchte ich mal die Herausforderung und auch die Frage stellen, okay, wovon hast du dich genährt? Die letzten 10, 15, 20 Jahre. Wenn dein Vertrauen immer noch, dein Grundvertrauen sehr erschüttert ist, dann ist die Frage, hast du deinen Verstand hauptsächlich genährt oder wurde dein Herz wirklich genährt? Weil Jesus war ein Prediger und ein Mann der Herzen, der die Herzen berührte und sofort Vertrauen in den Leuten. Woher weiß ich das? Weißt du, wenn du ins Haus von einem Betrüger kommst, sitzt da drin nur rum und der gibt dir plötzlich das ganze Geld, möchte sein ganzes Geld zurückbringen, dann hast du irgendwie sein Herz berührt und der vertraut wieder. Der vertraut der religiösen Elite wieder. Weil er wusste ja noch nicht, dass Jesus das wahre Echte ist und keine Religiosität, sondern für ihn war es ein Heiliger, ein Rabbi, ein Mann von den anderen, die ihn abgelehnt hatten. Aber da ist was passiert, dass er wieder vertraut hat. Und darum stelle ich diese Behauptung auf, nach spätestens 3 Jahren solltest du ein gewisses Grundvertrauen in Gott, ein gewisses Grundkennen in Gott haben. Ansonsten hast du wahrscheinlich nur deinen Verstand genährt oder hast vielleicht aus erster Linie nur aus Menschen gezogen, aus Büchern gezogen und nicht aus der Beziehung selbst mit dem lieben Gott. Sollte das so sein, dann brauchst du dich nicht zu verdammen deswegen, dann besser heute anfangen, wie nochmal 3 Jahre dich zu verdammen und sagen, ich habe es ja gewusst, es sind schon 6. Weil in 3 Jahren predigt dann der Stefan vielleicht wieder drüber, weil der Heilige Geist sagt, predigt wieder drüber, weil die haben es immer noch nicht gemacht. Und dann sagst du, es sind 6. Sondern lieber dann heute, weil wir alle kennen das im natürlichen Leben, das größte Problem ist zu sagen, morgen. Morgen, es ist immer morgen. Es ist immer morgen und der andere. Und das ist das größte Problem, warum Dinge nicht zustande kommen. Das versucht man jetzt in der Wirtschaft, man schiebt es immer mehr raus, statt dass man den Patienten sterben lässt. Versucht man ihn am Leben zu halten und hofft noch mit einer Woche, einem Monat, 2, 3 Monate und vielleicht ein Jahr und was weiß ich und dann wird er doch irgendwann sterben. Aber als Christen sollte es nicht so sein. So niemand ist ein Vers und ruf ihn an. Und dann schaust du nicht das Sehende, Hausaufgabe für euch. Macht eine Liste von den Leuten, die ihr nicht mögt. Ich hoffe, ich bin da nicht drauf. Aber wenn, dann schreibst du mich halt drauf. Eine Liste von den Leuten, Moment, ich muss anders sagen. Es ist ja nicht, dass es Leute gibt, die wir nicht mögen. Wir mögen sie ja alle. Die Leute haben nur noch nicht erkannt, dass wir perfekt sind und sie nicht. Ne? Das ist ja eher das Jahre dann. Es ist ja nicht, dass wir keinen mögen, die Geschwister, das muss ich mal so sagen. Ne? Oder deine Frau hat noch nicht erkannt, dass du perfekt bist und sie nicht und so. Ne? Jetzt tust du einfach mal eine Liste machen von denen, die noch nicht erkannt haben, dass du perfekt bist. Weißt du, deswegen auch permanent an dir versagen. Und dann sagst du zum Herrn, jetzt nehme ich mal diese Schriftstelle. Ich glaube dir, dass du mir antworten wirst. Zeig mir mal Großes und Unfassbares über die Person. Und dann beobachte mal dein Herz, weil alles nach oben kommt.